Hallo und herzlich willkommen im Let's Play Together für Ark Survival Evolved. Ihr fragt euch sicher gerade, ob ihr im richtigen Kanal seid. Wegen dem Logo da unten links. Ja, das sind wir, weil meine Season 1 ist gleichzeitig am Dextra 23 seine Season 8, die letzten Abend gestartet hat. Den Text verfolge ich schon lange auf YouTube und es wird einmal Zeit, dass wir auch zusammen auf einem Server unterwegs sind. Wir spielen in dieser Season Ragnarok. Zur Info für euch, wir spielen auf einem 25er Server, gesponsert von G-Portal. Und die meisten Leute von denen sind hinten dran im TS miteinander unterwegs. Ich werde das nachher auch gerade joinen, also verschreckt nicht, wenn plötzlich ganz viel Hochdeutsch zu hören ist. Heute geht es nämlich vermutlich noch ein bisschen darum, wer mit wem in einer Tribe ist, was sicher ein bisschen für Chaos sorgen wird. Also, viel Spaß zusammen! Axio ist in Channel 2 runtergegangen. Also, ich habe hier meinen Charakter schon erstellt. Ich habe meine drei Leute gefunden, die mit mir im Tribe sind. Und wir spawnen alle im Dschungel 3. Was hier erstmal gerade Sachen erlernen und Sachen bauen. Moschot. Bio-Beere, habe ich schon eine? Ich laufe dann mit meinem Moschot zu. Das ist schon mal eine davon. Oh, cool. Vinci? Ja. Hier vorne neben dem Felsen bei Moshops. Das heißt, ich hol mir jetzt erstmal Moshops und renne ich da hoch. Das war jetzt Jungle 3, ne? Ja. Ups, Moshops? Ne, hier vorne sind zwei Moshops. Merci. Ich bin jetzt hier oben. Bin hier vorne an dem Felsen, wo wir mal oben drauf gebaut haben. Ja, da bin ich auch mal näher. Ich bin knapp daneben, wo die anderen Felsen sind. Also hinter dem anderen Stein da bin ich. So. Trau dem da kommt gerade ein Raptor auf einen zu. Au. Das fängt ja gut an. Einladen. Das fängt ja gut an. Mir klappt das nicht so recht. War so ein Arc. Hab ich ganz vergessen, den Dex zu fragen, was er für ein Cap-Level eingestellt hat. Ja, 100, ganz normal. Was? Warum unterbrichst du den die ganze Zeit? Was soll denn Scheiß? Oh, hier läuft ein Dings rum. Das hatte ich auch ein paar Mal. Ein, Ball. Also jeder, wo jetzt, Ark noch nie gespielt hat, dort läuft es am Anfang immer gleich ab, überleben, so schnell wie möglich leveln und das macht man natürlich indem, dass man viele Sachen abbauen, auflesen, umrennen und natürlich auch Sachen herstellen. Ja, alle in Gramme. Nein, so wie vorher auch. Eins vom Besten, ist vielleicht noch ein Trick für die einen, zum schnell leveln, ist, sind Mützen herstellen, Stoffmützen. Weil die sind. Okay. Die geben am meisten XP-Punkte im Vergleich genau. Zu der Ressource, die man verbraucht. Das ist natürlich als Alleinspieler ein bisschen doof. Das hat sich ja noch nicht gefunden, oder? Ich meine, wie viele Leute seid ihr jetzt hier drin? Wie viele Leute haben keinen Tribe? Ich? Nur einer. Hallo. Oder. Jetzt vermelden, wer keinen Tribe hat. Soll ich jetzt den Arm heben? Nee, aber allgemein, der Rest hat sich gefunden jetzt. Ja. Haben jetzt alle anderen einen Tribe? Eule? So, der Eule spielt mit Dantec. Also, Schlafsack, ja. Okay, also ihr habt Kiste, das scheint mir gut. Und wer war jetzt der ohne Tribe? So wie ich meinen Namen hab dazu. Das ist der Balu. Rüstung. Ah, Balu. Stoff. Genau. Bye bye, Balu. Jetzt sehen wir schon. Jetzt habe ich 10 Mützen. Und da sehe ich schon, wie die XP-Balken aufgeht. Und so kannst du relativ schnell leveln. Bei Kim und PvD Dragon gelandet. Hab dahin gekämpft. Hast du irgendwelche Foundation schon gelernt, Sandy? Ja, nein, glaub nicht. Nein. Aber ein S plus Feuerdingsbums und denke ich, erlernt jeder von uns, ne? Ja, ich würde sagen, bis Level 3 alles und ab Level 4 gucken wir mal oder so. Keine Ahnung. Ich lerne jetzt mal die Foundation und mach schon mal ein paar Foundation. Soll ich dich mal ein an Demo? Ja, mach mal.
glaube, ich muss nochmal mit dem Stone kommunizieren. Soll ich Wände lernen? Irgendwas scheint mit der IP, die ich ihm gegeben habe, nicht zu passen. Okay. Sollten wir uns mal aufteilen, dann kann ich dich besser verstehen. In welchem Channel ist da noch was frei? Der Vierer unten ist noch komplett frei von der Arc Let's Play Community. Ansonsten oben die Channels. Okay, wollen wir in den Vierer? Ja. Vierer gehen? Ja. Okay. User left your channel. Wir quatschen zu viel, den anderen. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. So, da bin ich. So, hallo. Hallo. Also ich sehe den Trike, den türkisweißen jetzt. Chiara, Chiara, da. Den Trike? Ja. Annehmen. Suche ich gerade. Ich sehe hier nur türkisweiße so, Petri. Passt. Ja, den habe ich gerade auch gesehen, aber da war auch dieser Raptor. Hey, ich eben bei mir nochmal an, irgendwie, ne? Jetzt habe ich mit den 10 Witzel, die produziert habe, habe ich da schon wieder ein Level up bekommen. Ja. Ich sehe einen. Und so läuft es eigentlich am Anfang. Ein Resistenz ist sicher wichtig, dass du am Anfang nicht gerade verfrierst. Die gibt es ja auch. Okay. Und dann halt. Danke. So schnell wie möglich. Auf ein Level, was geht. Ja, über mir fliegt einer. Okay. Da ist so ein gelber Strahl, da quasi den Strand so runter, da ist der. Die brauche ich nehmen. Alter! Was zur Hölle? Au! Was ist das? Au! Wofür dann? Okay. Ein Dreadful? Ein Feuer gespeit, ne? Oh. Ah! Oh, shit! Scheiße. Oh je. Oh Gott. Ich habe ihn nicht immer gesehen. Oh ne, es war gerade so schön ruhig, ne? Ist immer noch hier? Nee. Ach da, okay, okay. Raptor! Nein! Oh, ist okay. Achtung, da ist auch ein Dreadful Raptor. Solange keine Nameless spawnen. Ah, da ist einer. Hallo. Hi. Ah, oh. Shit. Oh. Ach, ach ja, die sind aggro. Das war ein kurzes Treffen. Und sind jetzt alle schon da beim Spot? Oh, Scheiße. Die Lofo. Oh, der Raptor, ah. Verdammt. Oh, so. Amitaya fällt noch, hä? Ja, ich komme gerade nicht an diesen doofen. Ah, ah, shit, schon wieder. Das gibt's nicht. Hallo! Oh je. Hallo. Okay. Wollen wir, wenn wir spawnen, gleich den Hügel hoch zu dem See? Ja. Dann treffen wir uns da, ja? Vielleicht ist es da ein bisschen sicherer. Mhm. Ja, wo hoch, genau? Also ich sehe diese gelbe Säule. Steht da in der Nähe. Also hier von dem Strahl meine ich. Ah, okay. Ne, ich bin wieder hier unten am Strand. Ne, das ist böse, da bin ich wieder abgehauen. Das kurz schauen, wo ich bin. Was können wir machen? Also den Spot, den ich meine, dass es ist, der wäre Latitude 30. Also es würde da ein Drache rumflattern. Ja, da brennt irgendwie ein Trike. Na gut.
Zuerst mal in Sicherheit bringen. Attitude 30. Ja. Ja, so um den Dreh. Da gibt es so eine leicht. Da gibt es so eine leicht erhöhte Steinplattform. Mit einem kleinen See drin. Oben drüber hat es Metallvorkommen. Das ist eigentlich ganz, ganz eine gute Location. Ich versuche das mal zu finden. Ich muss jetzt hier schnell den Demo vorbei. Das ist ein Agentar, das ist auch. Die habe ich gefunden, da ist so ein roter Bronto drüber. Ah, genau, den sehe ich auch, den roten Bronto. Ah, ich sehe dich. Yay! Aber ich sehe. Ah, da bist du. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Kann ich dich erinnern? Scheiß Demo. Das Ding ist ein Schätzchen. Ja. Oh, das hast du daran. Ja, toll. Und gleich neben Raptor gespawnt. Oh, jetzt bring mich endlich um. Wir haben uns. Also der Anfang ist schon oh, Petri. Okay. Der Anfang ist recht schwierig, vor allem guck mal, ich schon mal Klamotten. Server-Einstellungen sind bei Dinomax Level 42. Das ist am Anfang ziemlich hart zum Überleben. Gegen Level den Schluss wird es dann aber einfach, oder? Weil natürlich, sobald einer zähmt, ist. Und eine gute Effizienz angebracht hast, kommst du dann enorm viel Level dazu über. Ah, warte. Oh Mann! Ruhe, Handschuhe. So. Level up. Oh, ich sehe da hinten jemand. Da kann der Dodo doch nichts für. Doch, er ist da. Boah, ich muss hier mal Sachen loswerden. Ne? Was haben wir da? Level 9 brauche ich. Oh, das ist die Morphe, dann wenn der Pfeffer wächst. Bronto ist nicht auch so gut voll. Ah! Was war das? Oh. Der Demo wieder. Immer der gleiche. Level 152. Ja, oder der Raptor, der hat mich auch schon zwei, dreimal gekillt. Auch immer der gleiche. Ja. Oh. Ja, bald sind wir Level 9 und wir haben Bolas. Ich bin schon Level 9, yay. Oh, mein erstes Zeug habe ich wieder gefunden. Du Glückliche. Da liegt mein zweites Zeug. Wie einigen wir uns denn auf? Man kann ja jetzt schon mal Bolas für uns herstellen. Hup.
Na, ich denke, der Erste, der soweit ist, soll sich am besten schnellstmöglich in Petri zähmen. Boah, hier ist ein leuchtend grüner Raptor. Scheiße, das ist auch schnell. Feuer. Die Strahlen, ja. Wer es nicht kennt, die sind, da bist du das letzte Mal gestorben. Da liegt noch dein Säckchen, da könntest du dein Zeug wieder einsammeln. Aber ich glaube, das bringt aktuell so ziemlich gar nichts. Weil ich sterbe sowieso wieder. Oh, ganz gute Delfine. Ah, da in der Nähe ist auch der Dimorphodon. Ist oben auf dem Plateau beim See safe oder nicht? Ja. Ist jetzt schon, ja. Etwas, das sah aus wie so ein Feedrache aus WoW. Scheiße. Echt? Ja, so Richtung roter Raptor. Ich will auch einen Feendrache. Abgestürzt. Das sah nur so ähnlich aus, ich weiß nicht genau, was das war. Oh, ein Tessalight. Ja, es war ein schlechter Weg gewesen. Ich glaube, ich überlebe es nicht bis zu führen, weil ich habe kalt. Und ich habe... brauche ich noch? Noch irgendwas. Oh! Ja, super. Ein Manta. Tot. Oh je. Oh, dieser Raptor. Neue Versuch. Oh nö, ist. Oh, das mal bin ich näher. Chiara, ich bin beim letzten Mal den falschen Weg gelaufen. Als du mir hinterher gesprungen bist. Ah, da bist du ja. Oh, hier ist auch irgendwo ein Raptor. Genau, hier rechts. Ja, dein Hintern flattert hoffentlich ein normales. Dann kommt der Drache wieder. So. Der ist jetzt in unserer richtig. Nähe. Ja, ich hab's wieder genau. Ich war gerade, wo ich hergekommen bin. Wer ist das? Ja, hab ich jetzt die Farbe zwischendurch. Komische da. Alles hat sammeln. Ach, das ist dieser Manticore, ne? In klein oder was? Ach so. Das aus. Ja, gut, das ist ein Schwanz. Ja, toll. Nachbarschaft. Der kann schön da hinten bleiben. Ja. Oh, geflüchtet. Ich hoffe, er flüchtet. Ich bin nicht überhaupt weggeflogen. Okay, was geht denn jetzt mit dem ab?
Das ist ein normales. Voll chaotisch, hä? 152. So, oder? Oh nein. Oh, die Diebe kommt. Hey, go. Ach so, diese Vögel. Die kommen ja auch noch. Ich mach mal ein bisschen Holz hacken. Na go, egal. Was soll er mir schon klauen? Der hat aber auch gewohnt. Klaut rein. Tschüss. So. Ach du kleiner Dieb. Komm ab. Noch ein bisschen Leveler. Ich muss einfach noch die Leute beklauen. Seid ihr weiter den Berg hoch? Nein, wir sind dann im Wasser. Im Teich. Genau. Ah, ich hab grad. Nee, das war der Pronto. Da, wo der Pronto ist? Ja, dieser rote, nee. Komische. Da drunter quasi, ja. Ja. So, wer baut? Also ich kann schon bauen, das ist kein Problem. Ich hab nur schon ein bisschen Stein. Ich auch. Ich bin noch nicht so weit mit dem Level, ich bin so viel gestorben. Ja, dann sammle ich einfach weiter. Soll ich mal eine Kiste hier hinstellen? Ja. Ich muss das, warte mal. Ja, ich kann dich nicht in den Tribe einladen. Ja. Mal das Lagerfeuer entsperren, damit du auch. Fleisch, aber ich bin noch recht voll. So. Noch keinen Schrank, oder? Was ist denn da? Hast du eine Kiste oder soll ich? Ich mach gerade. Aber ich habe keinen S Plus gebaut. Hab ich verpeilt. Gut. Oh, Agentavis? Oh nein. Ja, die krieg ich auch. Chiara, hast du einen Stein für eine Axt? Ja, ich suche gerade auch schon einen Stein für die Axt. Ja, das ist scheiße. Ich kann die Dinger bauen.
keine Steine mehr da. Aber schon schön Platz. Level, dann Bola, dann sind wir relativ safe und dann kommt schon der Bogen. Noch viel besser. Und es geht aufwärts mit XP. Zwischen denen mal. Dass du nicht schwer wirst. Immer wieder das Zeug vorzulehren. Was wird der denn jetzt hier? Weg hier. Divine Turtle. Sehen aber hübsch aus. Bin mir sicher, Akuma flippt aus. Die beiden sind ja diese blau-weißen, glaub. Genau. Ich kann mal ein Bett bauen. Ich könnte schon. Ja, ich baue. Cool, cool. Wollen wir hier auf dem Fels oben bauen? Ja. Bist du schon hier? Eigentlich genau da, wo der Pronto steht. Ich weiß nicht, ob das so ein Duet voll ist. Im Einzelspiel, diese, wie heißt die Karazza, die sind ja waren genauso gefärbt, wie man aber nicht da gut. So. Ich weiß es noch nicht mehr genau wie. Endlich Level 9. Bola. Soll ich ein Bett hier aufstellen jetzt, oder? Braucht ihr das nicht mehr? Wo? Seid ihr schon hier oben? Weil ich sehe euch nicht. Also wir sind bei dem rot-weißen Konto. Ach so. Wir sind okay. Da drunter. Da drunter. Ja, dann kommen wir jetzt hoch, oder? Nein. Da fliegt da so ein scheiß Pelikan-Dingens rum. Ich klaue das Zeug. Ist gut, ist gut. Also wir sind beim unteren rot-weißen Pronto. Ich sehe gerade, da oben ist nochmal einer. Ah, ich gehe mit einem rot hin.
Mach den Vogel hier. Ah, da ist wieder dieser Drache kleiner. Also dieser Boss nur im 50. Da bin ich jetzt falsch hier. Der ist schwarz-pink, ist der. Ja. Ich bin jetzt unter diesem Raptor. Ach, Raptor. Zumindest schon mal. Ach, ja, der Agentavis. Nein, 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 bleib nicht vor mir. Na toll, noch ein. Keine Ahnung, wo die sind. Das Problem ist, da beim hinteren Brunnen würde ich nicht bauen, weil da sind die ganzen Metallvorkommen. Wenn du hier baust, dann hast du hier kein Metall mehr. Ach, dieser Vogel. Irgendwie sind wir hier falsch, oder? Ja, wir sind bei dem unteren Kontor jetzt. Oben sehe ich keinen. Wo seid ihr? Beim unteren Bronto? Ich bin jetzt hier bei dem zweiten roten Bronto. Also ich bin komplett falsch. Also ich bin wieder beim unteren Bronto. Und da ist niemand. Ich renn mal wieder zum Bronto. Ich stehe jetzt direkt beim Bronto, beim zweiten. Moment, also ich stehe jetzt ziemlich genau bei Lat 29, Lon 19. Wir sind bei 20. Ja. Ganz falsch. Ja, das wird lustig. Und was seid ihr? Ja, sonst easy, baut mal ein Bett und levelt da hoch und dann... Hier fliegen ganz viele Petris rum, ich denke, das kriegen wir schon zu zweit hin, so einen zu zähmen. Und dann können wir euch ja abholen, kein Ding. Dann laufe ich mal wieder zu dir. Waren wir hier oben oder unten? Oben haben wir Agentavis oder unten? Ja, das Problem ist nur, dass ich sie nicht in den Tribe einladen kann. Ja. Mach sie mal zum Admin. Dann gehen wir mal runter, ja. So, hab ich gemacht. Okay, danke. Warte, wo ist sie? Oh. Hinter dir. Ach da. Okay. Ein bisschen schwerer. Ups. So, da noch was rein. Ach, da hinten ist, glaube ich, so ein Bronto. Vieles davon. Wieder runter zum Feuer, ne? Mhm. So, Chiara, du hast auch keine Spitzaxt. Hey, ich sehe meinen Strahl, aber ich könnte das nicht. Ich schau mal zum See runter, ob eventuell da safe ist. Dann hole ich mir vom Strand einen Stein. Also ich habe eine Menge Steine in den Taschen. Ja.
ohne Pickaxe wird schwierig, um Pfeile herzustellen. Also einen Bogen hätte ich schon. Schon abends. So, Rüstung, Stoff. Oh, falscher Reveal. Stein. Alles nicht zum Aufheben. Super. Der Drache kommt. Oh nein. Zweiter. Aber der andere war nicht pink, oder? Nee. Ja, dann haben wir da nochmal zwei. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich hab Stein. Level 24. Was sind das? Stein produzieren. Türkis Ohr. Der Tribe. Weiß Türkis, siehst du den? Ja. Und noch einer rum. Zu den Jagen? Ja. Ah, der ist zu schnell. Ah. So, fertig wird. Boah, was hat denn der Manticore da gerade gekillt? Und das hat er auch gleich. Ich komme nicht vorwärts. Vor einem Tyrannodon. Oh Mann. Oh, Stein! Dankeschön! Bitte, ich bin an meine Sachen noch gekommen. Alles immer zu klauen von uns. Ab. Nahkampf. Zack. So. Narkose Mittel. Werde ich das im Anziehen, falls du möchtest.
Nee, nee, schon okay. Wehe, der scheiß Vogel klaut mir jetzt meine Axt. Oh, Archie. Oh oh. Gott, ewig mit der Steinaxt. Yay! Chiara, willst du einen Bogen? Ja, gerne. Amitai, hast du auch schon einen Bogen? Nein. Ah, ich hab hier einen. Komm mal. Level 12. Pfeile. Was für Pfeile müssten wir noch haben? Stone war aber knauserig mit den Ingram Points. Ja, doof. Hast du Gammelfleisch? Nein, ich hab gar kein. User joined your channel. Heidewitzka. Ah. Das Kleine, was man töten kann. Ja, ne, hab ich auch schon gesehen. Warte, aber ich kann noch ein paar. Fische kann man. Pfeile. Teile. Stroh, 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 Stroh. Kein Stroh. Ja, no. Komm her, dann gebe ich dir noch welche. Wo bist du? Ach hier. Okay. Nein, nicht ich stehe. Ich würde ja gerne das Schwein abballern, aber es ist 160, das dauert, bis es tot ist. Ja. Oh, Schweine. Oh, Schweine mit diesem Level. Oh nee. Wir haben ja ein Bett. Stimmt. Ich laufe. Boah, macht's weg, lass mich. Wir müssen auch was töten. Wir brauchen auch ein bisschen Leder. Da hat er mich im Wissen. Oh nein. Jetzt schießt du drauf. Warte. Oh, da kommt noch einer. Chiara, hast du schon Pfeile? Ja, von der Stadt. Oh, was ist denn das? Ladebug oder was? Hallo? Ich hab diesen Paracea, der da unten gehört, ja, ungefähr. Ja, aber da ist auch ein Megapeticus, hab ich von oben gesehen. Ach, diesen blöden Affe da. Eigentlich macht er ja nichts, wenn wir ihm zu nahe kommen. Zweiter Agentavis. Ja, das stimmt.
Er mag nur nicht, wenn man ihn von vorne irgendwie anläuft. Neu. Oh. Er ist zu stark. Er lacht sich. Ich baue noch ein Bett, warte. Erstmal muss dieser Vogel weg. Oh Gott, ey. Machen jetzt beide hier rum. Okay. Naja, der kämpft jetzt erstmal gegen den Stego. Schafft der Stego ihn ja, wir haben ihn ja ordentlich. Oh Gott, jetzt hab ich auch den noch gerade weg. Ja, krass, ne? Das hat nur Dex gehen. Also ich hab den bisher noch nie so gehabt jetzt. Ich auch noch nicht, das ist erst mal. Doch, ich hab den immer. Scheiß Para. Oh, ein Mega. Hey, das ist unser. Oh, die kämpfen jetzt beide gegen den Stego. Shit. Da halt unser Frühstück oder? Ich hab ja eh nichts beim Innenteil, kann ja hochgeflitzt kommen. Ich hab ein Bett aufgestellt. Oh, das nützt nichts. Auf Essen. Ich hab einen Reaper-Helm gefunden, wer hat ihn denn verloren? Wer hat ihn aufgegessen? Wahrscheinlich eins von euren Sachen. Nee. Achso, ich hab da vorhin Skins hingeschmissen. Ganz viele. Kannst du alle haben. Perfekt. Und dann nehmen wir fünfmal in der Tasche, glaub ich. So, dann haben wir eben ein Lagerfeuer. Ich brauch ein bisschen Fleischkohl. Ich hab sonst ganz viele Beeren bei. Dodos! 160 natürlich, die tot hab. Ein Archie ist noch hier, aber der verzieht sich, glaube ich, hoffentlich jetzt. Die Pflichten Onyx um 8, Kacke. Nein. Oh. Bisschen Holz und Stroh, dann kann ich ein Bett und eine Foundation. Beautiful, natürlich. So, hab wieder ich. Tot. Ja, du kannst beim Bett spawnen. Wo habe ich, wenn du möchtest? Dann lock ich immer ein bisschen weiter weg. Wieder. Nee, ich brauche hauptsächlich Holz für die. Holz für die Foundation. Ah, cool. Wurden. Wir haben gar kein Fadenkreuz, ne? Fällt mir so auf. Also beim Bogen schon, aber bei dem Bolas nicht. Hatte man da nicht auch immer ein Fadenkreuz? Gut, ich stell's nach oben. Im Bolas hatten wir auch ein Fadenkreuz. Ja, ne? Ich hab keins gehabt eben. Hä? Okay. Also ich hatte jetzt beim Bogen Fadenkreuz. Ja, beim Bogen hatte ich auch eins, aber bei dem Bolas jetzt halt nicht irgendwie. Hier sind sie noch Platz. Guck mal, deine Tasche hast du gesehen? Ah ja, ich hab schon abgehoben. Ja, warum? Hinten ist ein toter Agentar, ob ich den abwehren kann. Ja, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, ein Movement. Darüber war vergammelt. Hängt in der Luft auch. So, Bett steht. Hübsch hier.
Was noch ein bisschen Zeit und Holz wieder für mich? Ich hab im Moment. Ja. Okay. Reicht das? Ich hab dir die Hälfte Holz zurückgegeben. Ja, das ist nicht meine Axt verdient. Noch ein bisschen in der Kiste hier. Ich habe auch schon 10 Bolas. Willst du die Hälfte? Machen wir mal noch ein Siegerfötterli. Und dann sage ich auch schon wieder, das war es für die erste Folge. Klar, noch nicht so viel passiert, außer dass wir viel gestorben sind. Aber wer will schon mit doppelter Überlänge in die erste Folge starten? Merci vielmals fürs Zuschauen und bis bald. Euer Outrex. Ciao.